im Gespräch, live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen in Schwerpunktschulen. Dazu habe ich Andreas Tuch wieder eingeladen. Herzlich willkommen. Ja. Herr Tuch, sagen Sie doch zwei Sätze zu Ihrer Person, bitte. Ja, also mein Name ist schon gefallen, Andreas Tuch. Ich bin Förderschullehrer. Ich bin abgeordnet hier an das RS-Plus-Seminar Trier und berate Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Ich führe Seminare durch für die zukünftigen Realschullehrer und Realschullehrerinnen. Mein Fokus ist die Inklusion. Was heißt es, in Schwerpunktschulen zu unterrichten? Was bedeutet der Umgang mit heterogenen Klassen? Welche Anforderungen stellen meine Schülerinnen und Schüler? Und dann spanne ich ein Paket über ein Jahr mit verschiedenen Modulen, Sprechstunden, um die angehenden Lehrerinnen und Lehrer darauf vorzubereiten. Wir sprechen heute über die verschiedenen Professionen, also Personengruppen, Berufsgruppen, ja, die in Schwerpunktschulen arbeiten. Was sind denn Schwerpunktschulen? Schwerpunktschulen hier in Rheinland-Pfalz umfassen erstmal alle Schulformen, von der Grundschule über die Realschule. Es gibt wohl inzwischen auch Gymnasien, die als Schwerpunktschulen bezeichnet werden können. An Schwerpunktschulen werden halt Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf gemeinsam beschult. Also das Besondere ist, dass an Schwerpunktschulen auch Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Mit unterschiedlichsten Förderbedarfen, zielgleich oder zieldifferent, je nach Fach, je nach Fähigkeiten unterrichtet werden. Genau. Okay. Und das könnte dann beispielsweise eine Realschule Plus oder eine IGS sein, wir ausbilden. Ja, genau. Was oder welche Personengruppen arbeiten denn da miteinander? Genau, das ist ein ganz spannendes und interessantes Thema. Klassischerweise ist es ja so, wir haben eine Klasse und da ist der Lehrer drin und der leitet, plant, führt den Unterricht durch. Und das funktioniert so einfach nicht mehr in Schwerpunktschulen, denn die Anforderungen, die dann an den Lehrer gestellt werden durch seine Schülerschaft, sind so vielfältig, dass auf einmal sich auch nicht nur der Fokus auf die Schüler, auch in Bezug auf die Schüler vergrößert, sondern auf die beteiligten Professionen. Fangen wir mal einfach an. Wir haben einen Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Oftmals bekommen diese Schülerinnen und Schüler Integrationshelfer an die Seite gestellt, die diesen Schülern ermöglichen, den Schulalltag zu bewältigen. Das heißt, die sind schon nicht mehr alleine als Lehrer im Unterricht, da sitzt eine erwachsene Person mit drin. Okay, Integrationshelfer. Integrationshelfer. Wer ist das? Ja, Integrationshelfer werden, also damit haben wir als Lehrer in der Auswahl erstmal nichts zu tun. Die werden oft gestellt von begleitenden, betreuenden Vereinen, wie zum Beispiel, ich glaube, bundesweit ist die Lebenshilfe allen bekannt. Die Lebenshilfe hat in ihrem Portfolio halt Menschen, die sich dafür interessieren oder auch in der Lage halten, Schülerinnen und Schüler mit Behinderung im Unterricht zu begleiten. Nicht immer sind das ausgebildete, also pädagogisch qualifizierte, aber doch von den Trägern ausgewählte Erwachsene. Normalerweise, davon gehe ich immer aus, dass sie im Leben stehen, eine gewisse Grundqualifikation, ein Verständnis für Schule mitbringen, aber das ist nicht immer gegeben. Das heißt, für mich als Lehrer in der Klasse steht da auch die Aufgabe, erstmal mit dieser Person in Kontakt zu treten, abzusprechen, was sind unsere Ziele, was erwarte ich von dir, wie funktioniert Unterricht. Oftmals passiert das nicht und wir stehen als Kollegen im Unterricht und bumm, auf einmal ist jemand noch mit da zusätzlich drin. So, und wie gehe ich jetzt damit um? Das ist sozusagen die Integrationshelferschiene. Wie gehe ich jetzt damit um? Also da sitzt der Schüler, ja? Daneben sitzt auch mit in der Bank ein Integrationshelfer. Ja. Macht er mit mir Unterricht? Was ist die Aufgabe jetzt in meiner Biologiestunde? Sehr gute Frage. Die Frage stellen mir die LA auch, oft auch. Darf ich jetzt was sagen? Wie gehe ich damit um? Also, als Lehrer bin ich federführend im Unterricht. Ich bestimme die Inhalte, die Methoden, das Vorgehen, aber auch die Konsequenzen. Und es ist natürlich sehr gut, im Vorfeld mit dieser Integrationskraft darüber zu sprechen, wie mein Unterricht funktioniert. Was sind meine Marker, die ich setze? Die Integrationskraft ist sozusagen weisungsabhängig von mir. Ich kann ihr jetzt sagen, bitte machen Sie das und das oder bitte tun Sie das und das nicht. Mhm. Ja? Die Integrationskraft greift nicht in meinen Unterricht mit ein. Sie ist allein verantwortlich innerhalb der gesteckten Grenzen für den oder die Schülerin, für die sie abgeordnet oder da ist. Ja. Ja? Okay. Das ist schon mal wichtig zu wissen.
Natürlich kann man das nutzen im Unterricht, wenn da noch ein zweiter Erwachsener mit drin ist. Mhm. Ja? Und den versuchen auch mitunter einzubinden. Das lockert natürlich auch diese mitunter zu enge Bindung dann zu dem Schüler, der die Integrationshilfe hat, um zu gucken, vielleicht kann er auch inzwischen autonomer mitarbeiten, eigenständiger. Aber wichtig ist erstmal, ich bin federführend im Unterricht. Als Lehrer. Und dieser Integrationshelfer ist, den kann ich jetzt nicht einsetzen, um mal anderen Schülern zu helfen, die Probleme haben. Der ist nur für dieses eine Kind da. Der ist nur für dieses eine Kind da. In Praxis kann ich ihn natürlich dann auch für andere Kinder mit einsetzen. Unter der Voraussetzung, wir beide verlieren nicht den Schüler, um den es geht, aus den Augen. Wenn es eine Zielsetzung ist, um zu sagen, wir möchten gerne ein bisschen mehr Autonomie haben. Wir möchten den Schüler mehr in eine eigene Verantwortung bringen und probieren das mal aus. Und lösen diese Bindung ein wenig aus. Dann kann man natürlich den Integrationshelfer mit seiner Zustimmung pädagogisch sinnvoll auch in einem anderen Kontext einsetzen, aber immer mit dem Fokus auf den Schüler, den es betrifft. Wir haben jetzt den Integrationshelfer. Ja. Welche Aufgabenfelder gibt es oder welche Professionen gibt es noch? Ja, dann natürlich meine Profession. Also ein Schwerpunktschulen sind nicht nur Kinder, also Schülerinnen und Schüler mit einem Förderschwerpunkt, sondern auch Förderschullehrer werden punktuell oder vollumfänglich an Schwerpunktschulen mit den abgeordnet. Das hängt von der Schülerzahl ab, natürlich auch von der Verfügbarkeit von umliegenden Förderlehrern. Wir sind dann auf einmal auch mit im Unterricht. Wir sind auch ausgebildete Lehrer. Und jetzt sind auf einmal zwei eigenständige Professionen in einer Klasse. Wie gehen Sie? Also sind Sie dann auch für Förderschüler zuständig? Sind Sie für Klassenstufen zuständig? Werden Sie Lehrern zugeordnet? Das könnte ja auch sein. Das ist eine ganz interessante Frage. Und da geht es los, dass die Schule oder eine Schwerpunktschule im Hintergrund, das ist eigentlich das Wichtige, ein Konzept entwickeln muss. Wie arbeite ich als Schwerpunktschule? Von den äußeren Rahmenbedingungen bis hin zum Unterricht. Wie binde ich halt zwei Lehrkräfte, die auf einmal in einem Unterricht drin sind, in einer Biologiestunde, in einer Deutschstunde, wie binde ich die ein? Und da gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Möglichkeiten. Den übergeordneten Begriff würde ich mal Co-Teaching nennen. Ja? Nicht zu verwechseln mit Team-Teaching, das ist sozusagen ein Aspekt davon. Diese beiden Lehrkräfte sollten sich im Vorfeld darüber klar werden, wie gestalten wir den Unterricht. Eine Möglichkeit wäre, der Förderschullehrer hat den Blick ausschließlich auf die Förderschulkinder in der Klasse. Der Regelschullehrer arbeitet mit den anderen Kindern. Das ist natürlich aus meiner Sicht so nicht wirklich gewollt. Ja. Eine Möglichkeit wäre Teamteaching. Teamteaching heißt, wir beide planen zusammen eine Biostunde mit gleichen Inhalten und wechseln uns in der Präsentation, in der Durchführung, in der Methodik ab. Für alle Kinder. Für alle Kinder, genau. Das hat den Vorteil, dass wir unterschiedliche Lernkanäle, Lerntypen ansprechen, weil jeder von uns Unterricht anders gestaltet. Heißt natürlich auch, dass wir uns im Vorfeld sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Über die Schülerschaft, über die Inhalte, die Methoden. Wo fokussieren wir? Wo sind Ihre Stärken? Wo sind meine Stärken? Ja? Hat für die Schüler natürlich große Vorteile, sie können mal da hingucken, werden unterschiedlich angesprochen. Und während ich etwas erkläre, mache, können sie in dem Moment natürlich die Klasse beobachten und schauen, wie kommen wir beide an, funktionieren wir, haben wir die Schüler im Blick oder nicht. Das wäre Teamteaching. Erfordert einen enorm planerischen Aufwand und damit natürlich sehr viel Zeit. Ja. Hier eine Frage. Sie sind der Förderschullehrer, natürlich richtiger Lehrer, aber können ja nicht komplett über alle in allen Fächern gleich professionell sein. Nein. Wie planen Sie denn als Förderschullehrer eine Englischstunde, eine Französischstunde, eine Physikstunde mit, ohne jetzt dieses Fach studiert zu haben? Also die Französischstunde plane ich inhaltlich gar nicht mit, weil ich gar kein Französisch kann. Also beim Teamteaching ist es natürlich sinnvoll, wenn ich das gleiche Fach studiert habe. Ich habe Geschichte und Erdkunde studiert. Wäre natürlich super, wenn ich mit einem Fachkollegen die beiden Fächer abdecke. Nun gibt es aber andere Methoden des Co-Teachings, wenn zum Beispiel zwar zwei Lehrer, aber mit unterschiedlichen Fächern aufeinandertreffen. Eine Möglichkeit wäre, sie übernehmen den Fachunterricht. Das nennt sich dann One Teach, One Drift. Sie unterrichten. Ich wäre zum gleichen Zeitpunkt in der Klasse und begleite die Schüler in ihrem Lernprozess. Ich drifte durch die Klasse und gucke punktuell auf einzelne Schüler, natürlich auch auf meine Förderschüler. Kommen sie jetzt mit? Sind sie in der Lage, die gestellten Aufgaben zu erfüllen oder nicht?
Nur hat jeder von uns da so dann seinen ganz singulären Schwerpunkt. Ja? Deswegen bin ich davon nicht immer ganz von überzeugt. Man kann die verschiedenen Modelle immer punktuell einsetzen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine Unterrichtsstunde planen, wo ich inhaltlich außen vor bin, zum Beispiel Französisch, ja, bespreche ich mit der Kollegin die Inhalte und gleiche sie dann ab mit den Anforderungen, die meine Schüler stellen. Und baue sozusagen in der Planung ein, okay, hier brauche ich mir eine Differenzierungsphase. Oder an der Stelle bräuchte ich mir eine Vertiefungsphase, weil ich mir klar bin, dass zum Beispiel meine Schüler, wenn ich jetzt noch von meinen spreche, ja, es gibt ja auch viele andere, hier bräuchte ich mir eine Wiederholungsphase. Vielleicht teilen wir hier temporär die Klasse auf und machen so etwas wie paralleles Unterrichten. Die Kollegin kümmert sich da um neuere Inhalte, während ich nochmal vertiefe. Und wir führen dann später die Gruppe wieder zusammen. Ja. Das wären so Modelle, die wir oder die ich mit den Kollegen dann konkret vor Ort diskutiere und aushandeln würde. Das ist jetzt die Unterrichtsgestaltung. Da haben wir Ja. den Planungsaspekt als wesentlicher schon Ja, herausgearbeitet. ja. Wie sieht es denn mit der Elternarbeit aus? Ist das auch Teamarbeit? Unbedingt. Also ich habe den Eindruck, dass im Förderschulbereich Elternarbeit wesentlich länger schon einen erheblich größeren Stellenwert hat. Ja. Wir brauchen halt wesentlich mehr Rückkopplung zu unseren Eltern, um auch unsere Schüler zu erreichen. Das zieht jetzt inzwischen auch seit Jahren sehr verstärkt in die Schwerpunktschule ein. Und oftmals ist es gut, wenn man Elterngespräche, die nicht immer leicht sind, gemeinsam vorbereitet. Vielleicht auch mal gemeinsam durchspielt oder zu zweit überhaupt führt. Und da ist es dann entscheidend, auch wer übernimmt welchen Part. Ja? Was sagen Sie, was sage ich, was sind meine Anliegen, was wären Ihre Anliegen? Auch um im späteren, im Nachgespräch dann Reaktionen, Inhalte nochmal zu bündeln, zu verstehen. Denn so ist die Erfahrung oftmals, dass es mit einem Gespräch nicht getan. Ja. Aber ein Gespräch ist oft die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit. Und je geschickter wir das zusammengestalten, umso effektiver ist es dann nachher für unsere Arbeit im Unterricht. Ja. Aber wir haben natürlich nicht nur Lehrer, also die Zusammenarbeit mit Lehrern, wir haben Integrationshelfer, wir haben den Unterricht verschiedener Professionen in der Klasse. Wir haben natürlich aber auch noch externe Experten. Ja. Und wer kann das sein? Das hängt ganz von den Bedürfnissen der Schüler ab. Ich sage mal, wir fangen an bei Kolleginnen und Kollegen, die Logopäden sind, Ergotherapeuten, wir haben Psychologen. Ja. Für die Schülerinnen und Schüler mit dem Autismus gibt es spezielle Beratungszentren, wo Autismusfachberater kommen, die dann im Unterricht zum Teil mit dabei sind, ja, begleiten, beraten, aber auch wo die Schüler nach der Schule hingehen und wo man aber eine intensive Rückkopplung braucht, um zu verstehen, woran arbeiten die gerade mit dem Schüler. Ja. Das natürlich dann auch für mich im Unterricht immens wichtig ist, kann ich das jetzt voraussetzen? Oder ich weiß, die sind da gerade an dem Punkt dran. Ich lasse mal lieber die Finger davon, fokussiere das Thema nicht und warte auf Rückmeldung von dem Therapeuten. Ja. Viele Kinder mit Sprachstörungen gehen zum Logopäden. Ja. Da ist es für mich immer wichtig, Protokoll, nicht Protokoll, aber dass ich Berichte vom Logopäden habe, um zu wissen, woran arbeiten die? An der Aussprache, am Wortschatz. Was kann ich damit im Unterricht anfangen? Wie kann ich es einbauen? Ja. Ebenso ist es natürlich total toll, wenn wir jemanden haben, wie einen Psychologen von so einem Autismuszentrum, der jetzt nicht so der Spezialist für den Unterricht ist, aber trotzdem verschiedene Verhaltensweisen, Interaktionen beobachtet, sodass ich von außen meine Rückkopplung bekomme. Wie bin ich denn auch als Lehrer? Ich kann mich ja selber in meinem Geschehen nicht unbedingt beobachten, evaluieren. Da gibt es allerdings auch noch eine schöne Methode, dass in der Schule, das habe ich an Schwerpunktschulen kennengelernt und kann es auch an der Stelle nur empfehlen, Kollegen hospitieren bei Kollegen. Ja, gehen in den Unterricht mit hinein. Man formuliert vielleicht vorher eine Fragestellung, guckt sich ein Konzept an, beobachtet dann den Kollegen, die Schüler und dann hat man in einem kollegialen, vertrauensvollen Gespräch nachher, so nehme ich dich wahr, so habe ich das erlebt. Ich würde es vielleicht so machen. Keiner von uns unterrichtet gleich. Das habe ich bisher als sehr vertrauensbildend empfunden. Und da kommen ganz unterschiedliche Impulse. Und der Lehrer als Einzelkämpfer, den gibt es eigentlich immer seltener. Es sind immer
mehr Personen mit an Bord? Also man muss sich sowieso öffnen. Es werden immer mehr. Und für die Schüler, aber auch für uns, Stichwort Lehrergesundheit, es ist aus meiner Sicht enorm wichtig, dass wir auch nicht mehr auf dieser Einzelkämpferschiene unterwegs sind. Es gibt Zeiten und Phasen, wo man auch alleine unterrichtet, plant, durchführt, evaluiert. Aber kommen wir dahin, verstärkt wirklich in Teams zu arbeiten, mit dem Wissen um Vor- und Nachteile um Teams. Also ein Team muss sich formieren, Regeln ausarbeiten. Ein Team braucht Konflikte, wird Konflikte haben. Und wenn man als Team, und Lehrer sind da nicht immer ganz einfach, aber zum Beispiel diese Konfliktphase übersteht, dann kommt man in die produktive Phase. Und das ist enorm bereichernd und auch erleichternd. Und ich denke, dann macht unser Beruf, der eh schon sehr toll ist, noch viel, viel mehr Spaß. Herr Tuch, das war ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, am nächsten Dienstag, spreche ich mit einer Fachleiterin für Deutsch, mit Jennifer Rabelbauer. Und da geht es um das Thema Kinder- und Jugendliteratur. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Dienstag.